Willkommen zurück, meine Zuschauer, bei Trine 2. Und jetzt wollen wir da unten durch diese Höllenfalle an die große Erfahrungsfigur rankommen. Ja. Und wir haben es sogar geschafft. Aber der Rückweg dürfte schwieriger werden. Oh. Ach so, und das hier müsste den Felsen sehen. Genau. Aber das wollen wir nicht, wir wollen, dass der Felsen oben bleibt. Sehr gut. Müssen wir hier wieder rauskommen. Warten wir, bis die Stacheln sich eingezogen haben. Oh, und hier ist wieder so ein schickes Rätsel, hä? Hm, hier sind Zahnräder, aua, in denen wir uns verkanten können. Ah, so klappt das nicht. Vielleicht eher so. Das wollte ich jetzt nicht, wie auch immer ich das geschafft habe. So vielleicht? Nee. Okay, ich nehme an, das eine Stück ist unnötig. Bringt uns nur wieder hier hochzukommen. Okay, das ist eine Sprungeinlage, da holen wir doch lieber unsere Springerin. Wow. Hier hoch, bitte. Hier oben war ich schon, gell? Ja. Also gut. Und ja, das klappt doch tatsächlich. Uah. So, hier rüber. Über das springen und ich höre schon wieder irgendwelche Goblins. Oh, ich bin unter Wasser. Dann machen wir mal einen kurzen Höhlentauchgang, mal sehen, was wir hier unten finden. Noch viel mehr Erfahrung, sehr schön. Hier gibt es sonst nichts mehr. Schalten wir mal um auf unseren Magier, bevor unsere Diebe in die Luft ausgeht. Und ich sehe schon, was da so rumkommt. Wow. Gehst du weg? Wo schloss uns die Körbchen? Nee, der Feuerspucker stirbt. Wow. Noch mehr von euch, Goblins. Naja, wir kommen auf den Schloss immer näher. War halb so wild. Ich gehe da oben weg. Und hier oben ist noch eine Truhe. Gucken wir mal. Ein Sammlergemälde. Oh ja, ist das nicht die aus dem Baumhaus? Die zur Königin gekrönt wird? Hm, scheint so. Gut. Ich höre immer noch Goblins und ich sehe Goblins. Aber gleich fliegt er in die Luft. Ciao, ciao. Aua, das war nicht so, wie es geplant war. So war das schon eher gedacht. Oh. Aber zur Kontrolle gucken wir mal, ob hier unten noch was ist.
ist leider nichts hier unten. Aua, und das war unser Krieger. Das war er nochmal. Oh, lieber hier hoch, ganz schnell. Wird mal wieder Zeit. Okay, davon ist der wenig beeindruckt. Aber davon jetzt. Da. Explodier einfach. Tschüssi. So viel dazu. Oh, da ist mal wieder so ein wildes Feuerteil. Gut. Auf dem müssen wir jetzt hier mal wieder lang balancieren. Ohne dabei zu sterben, bitte. Wo ist der Heiler? Oh, ich sehe gerade, hier ist noch was versteckt. Hier unter, bitte. Hier runter. So, jetzt aber. Ah, da müssen wir wieder darüber. Ob ich da so scharf drauf bin, ist die andere Sache. Doch, weil die Kiste da oben explodiert nicht. Sehr schön. Fürs Feuerfeuer. Kisten hier hoch und dann die Erfahrung reinkommen. So, Kisten wieder kaputt machen. Und hey, wir sind an der Burg angekommen. Sehr, sehr schön. Mit einem ziemlich ausgeklügelten Mechanismus geht's nach unten. Das war nicht unbedingt so, wie ich nach unten wollte, aber auch gut. Erstmal den Grund absuchen. Hier scheint es ja wieder Erfahrungsfähigkeiten zu geben. Wow, und eine Muschel. Der ist welche versteckt sind. Hey, das mit der Muschel finde ich cool. Stacheln sind nicht so toll. Und riesige Seeigel. Und ein Level-Up. Das wird jetzt mal in Explosionspfeile gesteckt. Eisbogen, Feuerbogen, Eisbogen, Feuerbogen. Und tatsächlich, wir haben jetzt explodierende Feuerpfeile. Und einen Riesenseestern, den wir als Trampolin benutzen können. Haha, sehr schön. Sehr tolle Idee. Was ist das hier? Das sieht nicht so aus, als ob wir es für irgendwas brauchen. Aber weiter oben sehen wäre nicht schlecht. So, vorsichtig vor den riesigen Seeigeln. Mit denen will ich nicht unbedingt knutschen. Und hier unten ist mal wieder ein geheimer Ort. Oder? Ja, Tatsache. Hier unten unter der Brücke. Wow. Kroke? Ist das hier sicher?
Na, das sehe ich aber jetzt was Cooles. Denke nicht, dass das hier der Weg weiter ist. Wieder ein Sammler. Meine Schwester ist süß und sie ist so fein. Aber sie ist nicht stark. Ich soll Königin sein. Okay, jetzt geht es darum, dass die beiden Schwestern sich drum streiten, wer Königin sein sollte. Gut. Okay, wir können. Okay, hier geht's doch weiter. Also Kompanie zurück. Ja. Hier bitte wieder raus. Danke. Dann gehen wir erst mal gucken, was hier oben ist. Na, den Felsen dahin zu donnern oder zu donnern war wahrscheinlich nicht richtig. Oder? Oh, doch war's. Sehr gut. Und hier haben wir wieder unseren Seestern. Ich meine nicht, dass da oben noch was ist, deswegen tauchen wir einfach mal wieder darunter. So, okay. Moränenaalen, das sollen wahrscheinlich Moränenaale sein, in Acht nehmen. Und den freundlichen Kraken. Dafür danke, dass er uns hier hochhilft. Sehr nett. Kurz den Safe Point und dann gucken wir mal hier runter noch kurz, weil hier war auch noch eine Erfahrungsfähre. Okay, was gibt's hier unten? Erstmal gibt es hier einen geheimen Durchgang, den können wir mal. Wollte ich das? Ich sage einfach mal, ja, das wollte ich. Aber so komme ich nicht weiter, leider. Lieber hier hoch. Ah, hier geht's da lang weiter. Aber ich will erst an das Ding da oben. Aua. Das hat gut getroffen. Und hey, da ist eine dicke Erfahrungsfiole drin gewesen. Und das finde ich mal schön. Hier hoch bitte. Da brauchen wir etwas Zeit. Ja, Timing wäre gut. Ja, wir sind fast ohne Schrammen durchgekommen. Oh, eine Battle Arena mal wieder, hä? Oder auch nicht. Jetzt fängt der Regen an. Naja. Was für ein schreckliches Wetter. Boah. Das war weniger gut. Da, fress die Kiste. Ich weiß das Explosionsfass. Flug. Schönen Rundflug. Tja, ich würde mal sagen, an diesem Checkpoint hier mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich dann.